Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch ABS-Pumpe, haben wir. Ein Bremsbelag, zwei Bremssattel, eine Bremsscheibe und zwei ventilierte Bremsscheibe. Also ein Bremsbelag, zwei Bremssattel, eins, zwei, eine Bremsscheibe und zwei ventilierte Bremsscheiben. Das reicht ja sogar, das gibt's ja gar nicht. Cool, da können wir jetzt direkt schon wieder einbauen hier alles. Ja, und dann vielleicht auch den Kredit wieder zurück bezahlen. Ich habe jetzt auch gar nicht nach den Konditionen geguckt. Na, einfach mal, ja, Kredit, nehmen wir an. Ist der jetzt umsonst oder was, der Kredit? Ist das alles gratis? Zahle ich keine Zinsen? Ist das etwa eine perfekte zinslose Welt hier? Das gibt's ja gar nicht. So, das ist der zweite neue Brennsattel. Ich glaube, hier brennt's. Eine Vollbremsung. Das neue Lied von Scatman John übrigens. Auch so ein Stotterer, ne? Kennt er ja noch. Name Scatman. Das ist seine Tochter, die wir jetzt gerade singen. Ja, meine Nase juckt schon wieder, weil ich Scheiße erzähle. Das kennen wir natürlich. So, letztes Rad hier. Da gibt es noch einmal neue Bremsbeläge. Ne, auch noch die alten neuen Bremssattel. Ne, auch noch das alte. Ja, okay. Dann müssen wir gleich nur noch nach vorne das ABS-Modul rein, raus, Mickey Maus und dann ist gut. ABS-Pumpe und Modul. Können wir es von unten eigentlich? Wahrscheinlich nicht. Nein, geht nur von oben. So, ja, Motorklopfen. Da können wir nochmal eben überlegen, wo könnte das denn herrühren? Motorklopfen. Hier war ja überall nichts. Da bin ich echt ein bisschen überfragt und ich glaube, ich werde auch, es wird darauf hinauslaufen, dass wir den Auftrag wieder so ins Nichts schießen. Letztes Mal hat natürlich jemand gesagt, guck doch mal auf die Batterie. Ich wette aber, das hätte ich gemacht, wenn die so angebräunt wäre, angerostet schon, weißt du? Hätte ich da bestimmt drauf geguckt, aber habe ich nicht, weiß ich also nicht. Ja. Ich glaube, wir sind hier eigentlich durch, bis auf das letzte Klopfen verursachende Ding. Mag das vielleicht echt Zylinder sein? Sollen wir mal eben von unten gucken? Pass mal auf, ich nehme mal eben von unten Öl raus, Ölwanne ab. Und dann können wir ja mit etwas Glück und unserem Druckluftprüfgerät, was wir jetzt haben, die Kolben irgendwie überprüfen oder so. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob das klopfende Geräusche verursacht. So, da unten sind sie. Ach, tatsächlich, hier ist auf jeden Fall was kaputt. Kurbelwellenlager-Gedöns. Wie heißt es richtig? Kurbelwellenlagerdeckel. Ja, den kaufen wir uns doch mal neu. Da waren wir genau auf der richtigen Spur. Hätte ich oben also gar nicht alles losnehmen brauchen. Und haben wir zum Glück ja auch nicht gemacht. So, Kurbelwellenlagerdeckel, da bist du. Zack, dann bist du hier wieder eingebaut. Dann ist das Klopfen auch durch. So, dann gibt es noch einmal frisches Öl und natürlich die Ölwanne wieder dran geklatscht. Sonst bringt das Öl nichts. Dann haben wir den auch durch. Ja, okay. Wissen wir das? Da ist auch wieder das Schöne, dass man es halt sieht, ohne es jetzt überprüfen zu müssen oder so. Hätte ich mir eigentlich den einen Erfahrungspunkt schenken lassen können. Also, den hätte ich mir schenken können, so. Weil man ja eh alles sieht. Wenn es braun ist, ist es kaputt. Das hat, nee. Aber ist gut. Brauchen wir sie noch ein bisschen. Und jetzt ist gut. Jetzt haben wir natürlich versehentlich die Zündspule hier abgerissen. Beim Öldeckel auf Kalatschen, aber das ist jetzt auch okay. So, und wir sind durch. 4781, das heißt, die Bank kann ihren Kredit auch wieder haben. Können wir das eigentlich jetzt, kann ich jetzt auch hier Kredit zurückzahlen? Moment, hier war ich aber richtig. Bankdarlehen, du kannst kein weiteres Darlehen beantragen. Okay, dann möchte ich mein altes bitte wieder zurückzahlen. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Linker Heber. Dich verkaufen wir mal eben. Den Rest können wir behalten. Und wir gucken mal eben, was wir da machen müssen. Also, merkwürdiges Geräusch kommt vom Motor. Ich mach den Motor an und der macht. Finde die. Alter, äußere Zustand, Gummitülle, hintere Antriebsachse, Feder, Querlenker, Gummitülle, Radnaben, Lagerstabilisator, vordere Radnabe. Ja, okay. Das heißt, wir dürfen erstmal ausbauen und können auch mal eben gucken, was denn hier am Motor so klopfen könnte. Ein merkwürdiges Geräusch. Wir suchen nach etwas, was machen könnte. Vielleicht hier drunter eben, unter der Motorabdeckung.
Ich vermute aber auch dann eher so wieder Richtung Kolbenlagerungsblattgedöns, was wir gerade schon so hatten. Ach da, ist noch eine Schraube gewesen, okay. Ah, sieht alles gut aus. Ja, komm, kommst du wieder dran. Guck mal einmal von unten nach dem Klopfen, nach dem Motorengeräusch. Ansonsten ist es anscheinend nichts Offensichtliches. Zahnriemen könnte auch noch klopfen eventuell, wa? Man weiß ja eigentlich, wenn der Zahnriemen kaputt ist, oder? Macht man das so nach 80 bis 100.000 Kilometern oder so? Wir gucken trotzdem mal eben rein. Kostet ja nichts, nur Zeit. Vielleicht können wir hier den Deckel abnehmen, wenn wir das Ding hier schon abgenommen haben. Jawohl, dann braucht man die Wasserpumpe gar nicht losnehmen. Aber hier ist echt noch alles in Ordnung. Schade, Schokolade. So. Zack. 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 Zack, zack. Ja, gucken wir mal eben von unten, würde ich sagen. Wo ich aber gerade schon mal hier oben bin, kann ich mal eben dich losnehmen. Geht natürlich nicht. Kann nur vom Rathaus aus heraus. Ja. Du. Dann hier so. Und zack. Und hier kann ich immer noch nichts anklicken. Ne? Also vielleicht kann ich ja jetzt Inventar aufmachen. Ne, kann ich auch nicht. Tablet kann ich auch nicht aufmachen. Ich kann hier nichts machen. So. Oder habe ich das jetzt abgebrochen? Nee, oder? Ich hoffe nicht. Wir müssen kein Geld bezahlen. Sehr gut, sonst gäbe es schon wieder eine dicke Sauerei. Hier ist aber auch alles okay. Ja, dann ist vielleicht noch der Auspuff nicht in Ordnung. Da hätte ich vielleicht auch eher nachgucken sollen. Aber der sieht auch nicht wirklich braun aus oder so, dadurch löchert. Ja, das ist natürlich schon wieder jetzt eine sehr freudige Nachricht. Ja, die sehen ein bisschen kaputt aus, aber doch nicht kaputt, oder? Nee, ich würde sagen, hier ist es nicht. Vielleicht im Getriebe noch, aber ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal ums Fahrwerk. Und dafür lassen wir dich natürlich runter. So, und dann geht's an die Reifen. Alle vier einmal einfach runter, weil die Liste war so groß, da ist garantiert überall was. Dreck am Stecken ist da. Und Rost am Liegen. So. Da, du musst eh weg, damit wir an die Zahnstange kommen. Du bist doch, jawohl, du bist die Zahnstange, ansonsten war hier doch noch die Abdeckung kaputt. Da, so. Und die vordere Radnabe, das heißt, wir müssen die Bremsanlage losnehmen. Und eventuell noch den Stabi raus. Ja, und auch das Lager raus hier. Was nicht geht, weil erst die Antriebsachse raus muss. Ach ja, da müssen wir wieder ganz tief hier dran. So, so, so. Aber ansonsten ist die Seite schon mal klar hier. Obwohl, war da noch eine Gummitülle? Noch. Ne, die ist noch gut, alles klar. So. So. Ich frage mich ja gerade, wo die Screenshots eigentlich gespeichert werden, die wir mit dem Fotomodus machen. Ich habe die ja sonst immer einfach aus der Aufnahme dann heraus aufgenommen, sozusagen. Also einfach nochmal einen Screenshot von der Aufnahme gemacht und schon hast du ja einen Screenshot vom Screenshot im Endeffekt, was ja dann aber eigentlich dann der Screenshot ist. Du kommst erstmal weg. Aha, erster Stoßdämpfer raus, dann die Feder. Halte ich auch für ein Gerücht, aber okay. Ach, und jetzt noch erst die Schenkel raus. So viel zu tun, so viel zu tun, super lecker. Ich mag das. Kommen wir nur von unten ran, genauso wie hier. Also können wir auch erstmal, die andere Seite nehmen und da schon mal alles losklöppeln, was hier noch so Phase ist, ja. Ich bin mal gespannt, was hier noch so alles kommen wird für Modi im Car Mechanic Simulator. Ich hoffe auch mal wieder so ein Turbo-Gedöns und so ein bisschen Tuning und so, das wäre ganz witzig. Vielleicht auch ein paar neue Teile. Außerdem bin ich mal gespannt, was man dann im Endeffekt bei der Auktion so machen kann. Habe ich mir, wie gesagt, noch nicht angeguckt und will auch gar nicht gespoilert werden. Also Ruhe bewahren. Zack, 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 zack. Außerdem wird es auch mal wieder Zeit für eine Probefahrt, definitiv. Gummitülle noch raus hier. Können wir hier vielleicht sonst schon an? Jawohl, hinterer Querlenker, der geht schon weg hier. Zack, zack. So, dann sind wir durch, fast. Gehen wir nochmal eben zur rechten Seite und dann nach unten. Weil hier ist natürlich noch einiges kaputt.
und noch einiges abzunehmen. Jawohl, der untere Querlenker. So, dann sind wir, glaube ich, schon durch hier. Von wegen einiges, das ist gar nicht mehr so viel. Ist natürlich jetzt die Frage, wo kommt das komische Motorgeräusch her? Das ist vielleicht irgendwie ein defekter Lüfter oder so, der sieht aber auch noch gut aus. Es sieht ja alles noch gut aus. Das ist mein Problem. Ist es vielleicht hinten irgendwie? Oh, du bist auf jeden Fall noch kaputt hier. Benzinpumpe kann es nicht sein, die ein komisches Geräusch verursacht, ne? Nee, die ist doch gar nicht kaputt. Nee. So, haben wir das. Jetzt können wir aber auf jeden Fall mal etwas reparieren, denke ich doch mal. Auch wenn wir da die Teile manchmal mit kaputt machen. So, dich können wir aber reparieren. Und es hat sogar geklappt. 60%. So, reicht das denn auch für dich? Nicht, dass du mindestens 61% Teile brauchst. 69 brauchst du. Ah! Ja gut, dann gehen wir einkaufen. Ne, komm, erst nochmal komisches Motorgeräusch hier. Sollen wir echt mal hier so getriebemäßig lang gucken? Wir haben es hier natürlich mit einem Allradler zu tun. Aber ich glaube, es geht relativ fix, einmal kurz ins Getriebe reinzuschauen. Jetzt, wo wir eh schon die ganzen Antriebsstränge und so abhaben. Da kommen wir ins Getriebe. So. Und das geht natürlich nur von... von der Seite, wo man den Starter abmachen kann. Dafür müssen wir erst wieder nach oben. Beziehungsweise muss das Auto nach unten. Wir müssen von oben reinbrechen in die Bauweise des Dacia Sandero. Schmatscher Schmandero, wie er hier offiziell heißt. So, raus mit dir. Und dann echt nochmal eben ans Getriebe. Nur um einmal kurz zu checken, weil... Komm, Leute, es sind ein paar hundert Kröten an mehr und ein bisschen mehr Erfahrungspunkte und so weiter. Wir müssen hier echt mal vorankommen. So, Getriebe, öffne dich. Das sieht aber auch alles gut aus. Alles sieht hier gut aus. Ach stimmt, wir konnten ja auch so in den Motor rein. Ne, können wir gar nicht mehr. Oder? Doch da, können wir einen Kolben noch sehen. Ne, die sind auch alles okay. Wo kommt denn das her, verdammt? Ne, das brauche ich eigentlich gar nicht losnehmen. Hier ist doch alles okay, hier ist doch alles cool. Ja, schade. Dann würde ich sagen, kommt hier nochmal eben die Lenkstange wieder rein. Ne, hier die Antriebsstange, die war nur so... müssen wir nach hinten, ne? Ist doch ein bisschen blöd, die Antriebsstange lässt sich nicht von überall... Oh, die Antriebswelle lässt sich nicht von überall einbauen. So. Ja, es ist ein bisschen blöd jetzt, ne? Aber okay, ich würde sagen... Sieht doch mal nach einem schönen Auto aus hier. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen einkaufen jetzt. Das hat ja so keinen Zweck, wenn wir hier da jetzt noch ständig alles durchsuchen. Also, wir brauchen keine äußere Zugstange. Wir brauchen eine Gummithülle, hintere Antriebsachse und hintere Feder. Gummithülle gibt es direkt schon mal. Wenn ich denn schreiben kann. Hintere Antriebsachse und hintere Feder. Oder was war das? Ne, ich gucke lieber halt nochmal eben nach. Hintere Antriebsachse und hintere Feder. War doch richtig, ja. Hintere Antriebsachse, Blattfeder? Nee. Aber das Schraubenfeder. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich eine Schraubenfeder, oder? Was ist denn überhaupt mit der hinteren Antriebsachse? Haben wir die überhaupt schon? Hintere Achsträger? Momentchen mal. Aha, hier ist ja auch noch was. Die Koppelstange, die ist doch kaputt. Das sehe ich doch. Moment mal, die Antriebsstange sitzt aber doch hier drin, oder? Ich habe die schon ausgebaut eigentlich. Ne, haben wir noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht. Pass mal auf, machen wir so. Aha, hier, die Feder ist ja auch im Arsch. Was ist denn hier los? Ist doch hier auf jeden Fall der richtige Modus, um mal nachzugucken. Oh, warte, hier können wir direkt aber schon wieder die neue Tülle reinmachen. Jawohl. Aber auch noch eine alte auf Lager. So, jetzt mal hier eben gucken. Also die Antriebsachse ist nicht mehr ganz geil. Aber es ist auch alt. Alles noch gelb. Jetzt sind wir genau am selben Punkt hier.
Der hier ist nicht mal ganz geil, die Federhaube, aber ansonsten... Ich verstehe das jetzt gerade mit der hinteren Antriebsachse nicht, wo die sitzen soll. Also schon muss die hier irgendwo sitzen, aber das ist doch der komplette Träger, oder nicht? Autofederung, das ist hier der hintere Achsträger, das ist doch damit nicht gemeint, oder? Naja, okay, wir nehmen erstmal die Tülle hier auch nochmal raus. Das ist eine kleine Tülle, ja, tatsächlich. Brauchen wir offensichtlich auch noch. Ja, und dann gehen wir nochmal eben einkaufen hier. Kleine Tülle gibt es dann direkt auch schon mal. Ja, hintere Antriebsachse. Dann auch jetzt wieder die Frage, obwohl das sind ja keine Blattfedern, das sind ja Schraubfedern, ne? Also würde ich schon fast sagen, muss dieses gute Ding neu. Aber damit würde ich auch eigentlich nochmal gerne warten, weil das ist doch irgendwie, ne? Das ist doch gar nicht, das ist doch gar nicht kaputt hier. Aber das ist ja auch der hintere Achsträger, das ist ja nicht mal die Antriebsachse. Wo sitzt die denn? Die sehe ich doch gar nicht. Stabilisator ist okay, Endschalldämpfer okay. Der müsste doch eigentlich dann hier durchkommen, oder was, ne? Hintere Antriebsachse. Haben wir die denn? Die haben wir doch auch gar nicht. Im Inventar nicht. Ist die gar nicht dabei gewesen vielleicht? Kann das sein? Ist ja die ganze Zeit nur auf Frontantrieb gefahren? Hintere Antriebsachse. Aha, dann bist du das doch. Was guck ich denn da? Hintere Antriebsachse. Aber das ist doch dann falsch. Ich brauche doch dann so... Da, das brauche ich. Ah, excusez-moi, Mademoiselle. Für alle, die sich schon an den Kopf gefasst haben, es tut mir leid. Dafür dieses schöne Lied. Nur für euch. Bei Radio Abgefahren. So, hinterer Querlenker A und hinterer Querlenker B. Holen wir uns auch. Take me by the night. I just wanna show you what it's like. So. Gummitülle ist schon ausgetauscht. Kleine Gummitülle haben wir auch schon. Radnabenlager, Stabilisator, Koppelstange hinten. Radnabenlager. Ja, genau. Zweimal die falschen Knöpfe drücken. Radnabenlager. Radnabenlager. So. Und vordere Radnabe oder hintere? Es war die hintere, glaube ich, ne? Nein, es war die vordere. Ah! Ich habe doch kein Geld. Ich habe doch einen Kredit aufgenommen. Das gibt's doch gar nicht. So, zack. Stabilisator Koppelstange hinten brauchen wir noch. Und vorderen Achsschenkel brauchen wir auch noch. Vorderer Achsschenkel. Na, wo ist er denn? Überlesen oder was? Vorderer Achsschenkel A war das, glaube ich, ne? Hätte ich auch lieber gucken sollen. Haben wir bestimmt wieder das Falsche gekauft. Take me by the... Ne, passt sogar. Stoßdämpfer, Abdeckung und eine Zahnstange.